Wir wollen heute mal über verschiedene Kochen-Apps sprechen, beziehungsweise wollen die vielleicht uns mal ansehen und grob miteinander vergleichen, denn da gibt es einige Unterschiede. Ich erzähle euch, wie ich das handhabe mit den Apps, beziehungsweise mit den Rezepten, und dann schauen wir mal, welche am besten abschneidet. Was benutzt ihr für Kochen-Apps? Schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Kleiner Spoiler, ich benutze gar keine. Warum das so ist, das erkläre ich euch im weiteren Verlauf. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, auch ich koche regelmäßig frisch. Hab da extra eine Serie auf meinem Kanal, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Falls nicht, checkt die gerne mal ab. Ich verlinke die auch hier am Ende des Videos. Und da brauche ich natürlich immer auch Inspiration. Ich kann natürlich auch nicht jeden Tag das Gleiche kochen. Und ich benutze hauptsächlich Chefkoch und Eat Smarter für meine Rezepte, für meine Inspiration. Und deswegen fangen wir jetzt mit dem Chefkoch auch mal an. Apps, habe ich im Vorspann gesagt, benutze ich eigentlich gar keine, und das liegt daran, dass die Apps für mich keinen wirklichen Mehrwert gegenüber der Webseite bieten. Wir müssen hier einmal zustimmen oder die Einstellungen anpassen. Ich stimme jetzt mal zu. Und wir werden direkt aufgefordert, Plusvorteile freizuschalten. Plusvorteile sind Wochenplaner, Zutatensuche, Rezeptimport, Profi-Rezepte und ohne Werbung das Ganze. Wir wollen es aber mal testen, und zwar ohne Anmeldung. Mal gucken, ob das hier geht. Kochbuch mit Herz. Tippe auf das Herz, um Rezepte direkt in dein Kochbuch zu speichern. Das muss wohl eine neue Funktion sein. Nee, dafür muss ich mich leider anmelden wieder. Ich müsste mich wohl wirklich anmelden, um einen Mehrwert von diesen Apps zu haben. Das müsste ich vermutlich auch auf der Webseite machen, sonst kann ich da auch nichts speichern. Aber auf der Webseite kann ich mir halt einfach ein Lesezeichen anlegen, und dann kann ich das jederzeit aufrufen, ohne halt ungespeicherte Rezepte, ohne jedes Mal die komplette App wieder durchsuchen zu müssen. Ja, beim Chefkoch kriegen wir Rezepte des Tages, das gefällt mir ganz gut. Klassische Rezepte der Woche, also da gibt es schnelle Gerichte, lange Gerichte, aufwendige Gerichte, weniger aufwendige Gerichte, es ist alles dabei. Riesenhamburger für 6 Personen klingt auch interessant. Hier findet ihr alles und jedes Rezept für alles, was mit Kochen zu tun hat. Brote, Aufläufe, dies, das, und dann gibt es verschiedene Partner auch noch. Sowas versuche ich immer zu vermeiden. Schauen wir uns unten mal das Menü an. Da gibt es eben links den Start-Tab, auf dem wir uns gerade befinden, mit verschiedenen Vorschlägen. Hier können wir uns auch noch durchklicken, wenn wir das wollen. Gemüse, Lasagne, ohne Boden, Saison, Länderküche. Ein Tab nebendran finden wir die Suchfunktion, zu der kommen wir gleich. Dann der Wochenplaner. Hier wird uns auch gleich angezeigt, was der Spaß kostet. Da muss man sich dann einloggen. Kochbuch, genau das gleiche. Und dann gibt es noch die Mehrfunktion, wo man eben Abos abschließen kann, Rezept des Tages, Mitteilungen konfigurieren kann und vieles mehr. Rechtliche Dinge etc. Und wir können jetzt einfach mal nach einem Gericht suchen, zum Beispiel Bolognese. Und dann kommt direkt mal Werbung vermutlich, oder sollte vielleicht kommen. In meinem Fall kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Wir suchen nochmal nach Bolognese. Das sind so Sachen, die mich halt aufregen. So, und das ist jetzt hier ganz sinnvoll auch schon strukturiert. Das finde ich gut. Anders wie auf der Webseite. Auf der Webseite ist das nämlich sehr komisch sortiert. Also ist das vielleicht doch ein Mehrwert, den die App bietet. Wir sehen hier nämlich verschiedene Ergebnisse, die auch wirklich nach Beliebtheit sortiert sind. Das geht im Fall von der Webseite nicht. Oder ich bin zu dumm, das kann auch sein. Denn da werden uns zum Beispiel auch Rezepte ganz oben angezeigt, die mit 20 mal 5 von 5 Sternen bewertet wurden. Also ganz neue Rezepte sozusagen, die nicht wie jetzt hier die echte Soße Bolognese ganz links oben mit 3800 positiven Bewertungen schon mal daherkommt. Also die Sortierung auf der Webseite ist ein bisschen undurchsichtig. Insofern bringt mir die App dann doch was. Hier gibt es auch noch Filter, die wir bei der Suche einstellen können. Also rundum eine gelungene Sache. Was mich bei Chefkoch immer wieder stört, ist, dass sowohl die Webseite als auch die App brutal mit Werbung zugeballert ist. Ich verstehe natürlich, dass die auch Geld verdienen müssen, aber teilweise ist das wirklich sehr, sehr anstrengend, sich da durch die Werbung zu den Kommentaren runter zu scrollen und so weiter und so fort. Ja, und dann gehen wir nochmal zurück, klicken hier mal irgendwas an, was uns vorgeschlagen wird. Ja,
aktuell beliebte Rezepte. Da seht ihr schon ganz links rote Beete Carpaccio mit Parmesan. 6 Bewertungen, davon 4,7. Also Schnitt, das ist weniger aussagekräftig, einfach weil es zu wenig Bewertungen sind. Das Foto ist auch nicht überzeugend. Ja, und dann sehen wir halt hier die Zutatenliste und die Zubereitung. Das sind oft Rezepte von privaten Nutzern. Ihr seht ja hier Rezept Autor Küchenzauber. So funktioniert Chefkoch. Wir haben noch ein paar Apps mehr, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Eat Smarter mag ich auch gerne. Einfach weil die gute und gesunde Rezepte haben. Über 10.000 Rezepte, die exklusiv von Ernährungsexperten entwickelt wurden. Finden Sie neue Rezepte über die umfangreiche Suchfunktion. Erstellen Sie Ihr persönliches Kochbuch mit Ihren Lieblingsrezepten. Erhalten Sie hilfreiche Tipps rund um das Thema gesunde Ernährung. Die App weiß ich nicht, kenne ich nicht. Kostenlos registrieren, habe bereits einen Account. Wir wollen auch die ohne Anmeldung nutzen. Können uns hier die Rezepte des Tages per Mitteilung auf das iPad pushen lassen. Dann wird hier Werbung für Premium-Inhalte gemacht. Wir überspringen das alles mal und sind im Prinzip wieder auf einer Webseite, wo wir den Nutzungsbedingungen zustimmen müssen. Ähnliche Funktionen, gesündere Rezepte, aber man will eben nicht immer ganz gesund essen. Deswegen benutze ich halt gerne auch Chefkoch noch parallel. So, und dann finden wir hier im Prinzip eine Webseite, kann man auch wieder sagen. Und dann hier oben die Steuerung, Rezeptsuche, unsere besten Rezepte, Rezeptkategorien. Zuletzt angesehen. Dann haben wir hier Wissen über Lebensmittel ganz allgemein. Wissen, das wir aber, glaube ich, nicht anklicken können. Da bräuchten wir Eat Smarter Plus. Und hier kann man bis zu 10 Lieblingsrezepte kostenlos speichern. Ab 2,99 im Monat, monatlich kündbar. Wie gesagt, ich speichere mir dann lieber ein Rezept als Lesezeichen im Browser. Das ist es mir nicht wert. Und wir schauen uns auch hier mal die Suchfunktion an. Bolognese. Und dann kriegen wir hier hoffentlich verschiedene Suchergebnisse. One-Pot Bolognese ganz oben, Spaghetti Bolognese, Original Bolognese ohne Fleisch etc. pp. Enthält viel Eisen. Immer noch ein paar Tipps nebenbei. Wir sehen Bewertungen, Informationen, was das Ganze wert ist, so die Nährwerte etc. Dann haben wir hier eine Zutatenliste, dann hier die Zubereitung. Und ich glaube, Eat Smarter wird eben nicht von Privatpersonen gepflegt, sondern von Eat Smarter eben. Bin mir da allerdings auch nicht ganz sicher. Also den mag ich hier auch ganz gern, weil die halt gesunde Rezepte haben. Davon abgesehen ist mir nicht ganz klar, warum ich die App statt der Webseite benutzen sollte. Gucken wir mal weiter. Captain Cook, auch eine App, die mir im App Store jetzt heruntergeladen wurde. Ahoi Captain, schnelle und gesunde Rezepte in Sicht. Entdecke täglich 3 neue Rezepte und sammle all deine Favorite und das kostenlos. Das Ganze geht vermutlich auch wieder nur mit Login. Wähle zwischen 9 Ernährungsformen und streiche Zutaten, die du nicht magst. Werde zum Resteretter. Erstelle individuelle Wochenpläne. Los geht's. Mitteilungen erlauben. Oder auch nicht. Was bringt dich zu Captain Cook? Unsere Rezeptvorschläge basieren auf deinen Zielen. Gesünder essen. Wie viele Ziele soll ich denn auswählen? Geld sparen, Zeit sparen, neue Inspirationen finden, kochen lernen. Wir lassen es mal so und klicken auf Weiter. Wie ernährst du dich? Pesketarisch, Paleo, was es alles gibt. Keto, High Protein, das ist durchaus interessant. Esse alles. Ah, das ist auch nicht alles in der kostenlosen Version enthalten, sehe ich jetzt erst, sondern nur vegetarisch und ich esse alles. Okay. Gibt es etwas, das du nicht isst? Ja, Gluten etc. Da bräuchten wir jetzt wieder die Premium-Version. Ich esse alles. Wie viele Portionen kochst du für gewöhnlich? 2. Ja, also das ist, weiß ich nicht. Jetzt ist die App, glaube ich, abgestürzt. Starten wir die mal neu. Also das ist natürlich jetzt nicht mit den vorherigen Apps zu vergleichen. Das ist was völlig anderes. So, jetzt habe ich die Fragen beantwortet und die App stürzt ab. Gut. Lauwarmer Zucchini-Salat. Das sind Tagesrezepte, 2 Portionen bzw. 2 Personen, ca. 13,46 €. Lauwarmer Zucchini-Salat. Tagesrezepte sind das. Wische nach oben, um das nächste Rezept zu sehen. Ja, wie soll ich denn hier nach oben wischen? Mit einem Klick kannst du es öffnen. Ich kann nicht nach oben wischen. Ich kann nur von rechts nach links wischen oder von links nach rechts. Wir wischen jetzt mal von rechts nach links.
Enchiladas mit Mais, Bohnen, Süßkartoffelfüllung und Dark Mojito. Das sind die Tagesrezepte. Ofengerösteter Kabeljau mit Kokoskruste. Und dann so werde ich aufgefordert, mich anzumelden. Also es gibt tatsächlich nur ein paar Tagesrezepte. Dann gibt es ein Wochenspezial wie den Bananen-Walnuss-Wrap. Bananen-Overnight-Oats klingt auch gut. Also Wochenspezial. Und dann haben wir oben eine Suchfunktion. Was möchtest du kochen? Und eine Planfunktion. Gucken wir uns gleich an. Favoriten. Hol dir die ersten Rezepte. Ihr habt jetzt wieder andere Rezepte. Dann haben wir hier den Bereich Einkauf. Auch dazu müssten wir uns anmelden. Oder auch nicht. Ne, ich glaube, wir können es auch ohne Anmeldung nutzen. Profil. Ah, hier wird die Anmeldung erleichtert möglicherweise. Wir klicken mal auf Suche, geben ein Bolognese und schauen mal, ob uns da auch was ausgespuckt wird. Pasta mit veganer weißer Bolognese, Winterbolognese mit Räuchertofu. Das ist alles nicht meins. Die klassische Bolognese, die gibt es hier irgendwie gar nicht. Thai-Bolognese, vegan, vegan. Also, überzeugt mich jetzt nicht unbedingt. Müsste man sich anmelden, um zu sehen, was die App wirklich kann. Sie ist schön gemacht, das gebe ich zu. Das mit dem Umblättern gefällt mir ganz gut. Aber man ist da doch recht eingeschränkt und es ist nichts für die spontane Küche, sage ich mal. So, dann haben wir Lecker. Einwilligen und weiter. Möchte mir Mitteilungen senden? Nein, erstmal nicht. Fixe Kohl-Hackpfanne. Hier kriegen wir direkt verschiedene Vorschläge wieder. Tagesrezept vom 7.10. Treffen sich Weißkohl und Hack in der Pfanne. Das ist gar nicht mal so witzig, dafür aber herzhaft easy und in gerade einmal 25 Minuten zubereitet. Esse ich übrigens sehr gern. Darum sehe ich mir gerade das Rezept an. Weiß nicht genau, warum da noch Tomaten rein müssen, aber gut. Klingt trotzdem erstmal interessant. Dann haben wir hier die Suchfunktion, die Herzenfunktion, das ist übrigens die Einkaufsliste. Die erste App, wo ich nicht penetrant aufgefordert werde, mich anzumelden. Rezeptpakete. Die sieht mir also fast ein bisschen günstiger aus. Insgesamt gut, die Werbefreiheit, die muss man wohl, wie der Name der Zutat, die muss man wohl freischalten, aber damit kann man eventuell auch leben. Schön fände ich jetzt, wenn ich mir die Dinge eben einfach so anpinnen könnte. Das ist jetzt eben dieses Kohlrezept. Druckansicht, ich würde das gerne mal speichern. Klicken wir hier auf das Herz. Favoriten. Schließen. Wow, ohne Anmeldung. Das finde ich jetzt cool, muss ich sagen. Und dann googeln wir noch, beziehungsweise wir suchen noch die Bolognese zum Vergleich. Pappardelle Bolognese, Blumenkohl Bolognese, Bolognese Eintopf, Bolognese Torte, leichte Spaghetti Bolognese, Bolognese Soße, Pizza Bolognese, dies, das, Ananas. Nudelauflauf, das klingt mir ja so halbwegs klassisch. Zwiebeln, Knoblauch, Suppengrün, ja, das klingt gut. Stückige Tomaten, Basilikum zum Garnieren. Das Ganze wahrscheinlich möglichst lange kochen. Habe ich jetzt irgendwie das Rezept übersprungen, versehentlich. Schritt 3, naja, 20 Minuten köcheln. Aber immerhin, wir haben ein Bolognese-Rezept und das Ganze ist die benutzbarste App bisher, meiner Meinung nach. Das heißt, die werde ich auf jeden Fall mal auf dem iPad lassen. Das gefällt mir gut. So, dann geht es weiter mit zwei Hochkant-Apps. Die eine heißt Superfood. Auch hier haben wir wieder verschiedene Rezeptvorschläge: neueste Rezepte, beliebte Rezepte, alle Rezepte, Einkaufsliste. Hier funktioniert die Navigation eher über so klassische Menüs. Auch hier werde ich nicht direkt dazu genötigt, mich anzumelden. Das finde ich gut. Wir suchen nach unserer Bolognese. Keine Rezepte gefunden. Das ist natürlich schade. Das ist wirklich schade. Trotzdem gucken wir uns hier mal die Blumenkohl-Pilzpfanne an. Ja, das sieht gut aus. Also auch ein bisschen Werbung hier und da. Speicherfunktion hinzugefügt. Auch ohne Anmeldung das Ganze. Geht also doch technisch. Add Chefkoch und Eat Smarter. Ja, das wissen die, dass das technisch geht. Die wollen natürlich, dass man Geld ausgibt. Und jetzt ist die Frage, wo sind unsere abgespeicherten Rezepte, Lieblingsrezepte? Ja, sehr schön. Also immerhin mehr oder weniger kostenlos das Ganze, werbefinanziert. Dann gibt es hier noch die App Fit Tastic Tick. Fit Taste Tick. Jetzt habe ich es. 500 einfache und gesunde Rezepte. Genaue Nährwertangaben. Wöchentlich neue Rezepte. Wir legen los. Sollen uns anmelden. Wir überspringen diesen Schritt allerdings. Und haben auch hier wieder Rezeptvorschläge. Unten haben wir eine Leiste. Heute
Favoriten. Da ist wieder eine Anmeldung erforderlich. Einkaufsliste und entdecken. Veggie Bolognese, One Pot Bolognese, Spaghetti mit Linsen, gesunde Spaghetti Bolognese, Low Carb und so weiter. Überzeugt mich jetzt auch nicht ganz die Rezeptauswahl. Und dann ist das halt wieder sehr kommerziell das Ganze. Pizza Baguettes aus der Heißluftfritteuse, Bauernbrot mit Camembert. Naja, aber es hat doch ein paar interessante Rezepte schön gemacht. Mit den vielen Bildern, sehr bunt. Gefällt mir insofern auch dann ganz gut. Die App Fit Taste Tick. Dann gibt es noch Tasty. Die ist ziemlich beliebt, habe ich mir sagen lassen. Leider aber Englisch. Ich akzeptiere mal und möchte starten. Diätpräferenzen, Allergene, Next. Personalisieren. Nein, kann ich das nicht überspringen? Nein, ich kann es nicht überspringen. Schade. Und damit sind wir hier schon fertig. Und zu guter Letzt habe ich noch die App Umami runtergeladen. Start Cooking, Sign In, Register, Skip for Now, Register Later, Rezepte, neues Rezeptbuch. Nicht sehr kreativ, weiß ich. Lass uns kochen. Ein paar Rezepte hinzufügen. Ja, das kommt für mich eher auch nicht in Frage, weil das erstens Englisch ist und zweitens auch wieder eine sehr spezielle Bedienung hat. Bon Appetit. Ah, wir können uns hier von anderen Webseiten Rezepte reinspeichern. Nee, also das müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen an der Stelle. Ich hoffe, ihr fandet's trotzdem interessant mit diesen vielen Rezepte-Apps. Für mich persönlich war das jetzt sogar halbwegs interessant, muss ich sagen, weil ich die Apps so in der Form alle noch gar nicht ausprobiert hatte. Für mich ist es so, dass wahrscheinlich alles wieder vom iPad runterfliegt, bis auf Chefkoch, Eat Smarter und Lecker. Die Lecker-App fand ich ganz nice. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne konstruktiven Kommentar und oder Abo und Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.